So, willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft. Ja, also, wir befinden uns immer noch. Ja, wo befinden wir uns? In der Nähe vom Holzfällerlager. Ich denke mal, da gehen wir auch mal ganz kurz zurück, weil wir wenig Platz im Inventar haben. Und währenddessen können wir eigentlich diese Holzbündel mal einsammeln. So. Aber irgendwie findet man hier doch recht wenig von den Dingern. Oder ich suche falsch. Das kann natürlich auch sein. Hier war ich eben. Da ist ein Streuner. Ach man, das muss ich eigentlich alles hier befinden. Ist aber auch nirgendwo so ein dummer Holzbündel. Da ist noch einer. Ja. Naja, verkaufen wir dann erstmal, würde ich sagen. Wo kann man denn hier verkaufen? Kann man da, ne? Ah, da hinten. Bei der Pferdezüchterin. Obwohl, ne, wir können auch hier und können auch gleichzeitig reparieren. Ne, haben wir nicht zu reparieren. Dann verkaufen wir einfach mal drauf los. Fleisch können wir immer gebrauchen. Wobei wir haben, was hält mehr? 58. Ach gut, dann verkaufen wir einfach mal das. So. Dann würde ich sagen, holen wir uns weitere Bündel. Oder wir töten erstmal den James Clark. Nur, wo ist der? Da ist ein Zwergjäger. Der hat ein eigenes Anfangsgebiet, aber naja. Ist der hier drinne? Ja, da ist er. So, würde ich mal sagen, hauen wir gleich mal auf die Kacke. Irgendwie. Ja. Heilen wir uns kurz mal. Währenddessen laden unsere weitere Skills auf. So. Haben Kopf und eine weitere Quest können wir hier annehmen. Die geben wir auch gleich mal ab. Und danach werden wir weiter die Holzbündel suchen und danach geht's hier hoch zu den Leinfetzen. Als erstes gehen wir mal hier die Quests ab. Und gleich nehmen wir eine neue. Findet den Sammler und tötet ihn. Der Sammler, der ist. Wo ist denn der? Ach, da unten. Ja gut, das machen wir dann ein bisschen später. Wir lösen jetzt erstmal die Quests, die hier in Reichweite sind. So. Es gibt echt kaum Holzbündel. Da ist noch ein Holzbündel. Dum, dum, dum. Hier ist auch noch eins. Da hinten ist auch noch einer. So, gleich haben wir es. Der Wolf wird uns wahrscheinlich angreifen. Aber kein Ding für den King. Oh, ein Level Up, sehr schön, Level 9. So.
Ich habe jetzt gerade mal den Ingame-Sound etwas lauter gestellt. Weil ich denke, das ist jetzt nicht allzu laut. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So. Noch ein Bündel brauchen wir und das ist da hinten. Sehr schön. Ja, wir können jetzt auch einen neuen Skill erlernen. Wort der Herrlichkeit. Benutzt heilige Kraft, um ein Ziel zu heilen. Ja. Drücken wir mal V, damit wir die Mobs wieder sehen. Am besten ist, wir gehen außen rum, weil auf Morlocks habe ich echt mal gar keinen Nerv. Ja, natürlich. Einer kommt. Oh, zwei kommen. War ja vorauszusehen. Oh Gott. Ich dachte, ich werde hier endlich mal verschont. Heilen wir uns mal. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Oh Mann. Das lädt immer noch auf. Nervige Viecher. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, Mann. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, helf mir doch mal, du Idiotenkrieger. Naja. Hauptsache, ihr könnt hier alle sicher vorbeigehen. Lasst den Parler mal die Arbeit haben. Oh, sehr nett. Ich glaube, das hat er gehört. So, weiter geht's. Dum 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 dum. So, jetzt werden wir die mal. Och, Magier. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch aus. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch aus. Kann ich noch nicht wirken. So, erste Leinfetzen haben wir. Oh, nach lang mal wieder ein Crit. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Also wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt auch hier unten heilige Leiste bekommen. Also das ist halt meine heilige Energie. Und da kann ich halt den Skill, den ich gleich erlernen werde, verstärken. Also je höher das ist, desto mehr werde ich geheilt. Also ist doch schon sehr praktisch, weil der Skill müsste, wenn ich mich richtig erinnere, keinen Cooldown haben. Das ist natürlich sehr praktisch in Notfällen und so eine Aufladung hat man halt auch schnell. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, zweite Leinfetzen. Hexer. Ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Die sind doch sehr hartnäckig, die Gegner hier. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Naja, das wird schon. So, noch drei von diesen Leinfetzen, sehr schön.
So, hoffentlich droppt er jetzt noch eins. Nee. Hm. Stein der Erinnerung. Ich glaube, hier müssen wir später nochmal hin. Keine Ahnung. Werden wir dann sehen. Da hinten ist noch ein Hexer. Na gut, der Hexer da hinten, den kann man vergessen. Da geht der Krieger hin. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lässt uns auf. Ach, warum heile ich mich? Ich heile mich ja automatisch. So, noch zwei von den Teilen. Nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Oh, noch ein. Das Inventar wird auch immer voller. Hm. Oh, ich könnte natürlich eine Axt ausrüsten. Und dann mache ich jetzt mehr Schaden. Hätte ich ganz vergessen. So, vielleicht kriegen wir jetzt auch die schneller dauern, wenn wir denn einfinden. Weil dieser hohle Krieger mit einem Eichhörnchen, nee, eine Tigerkatze als Haustier. Wobei, wir haben ja eigentlich auch ein Haustier. Moment, unter Haustiere, Herr Fröstelich. Da, unser kleiner Herr Fröstelich, unser Gefährte. Er bringt eigentlich relativ wenig bis gar nichts, so ein Vieh, aber... Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Sieht halt gut aus. Wobei das ist ja so, sowieso so ein 0815 Ding, den jeder hat. Aber naja. So, die Quest haben wir auch erledigt. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück und geben die Quests ab. Obwohl, wir gehen erstmal nach unten und geben die Quests ab und danach gehen wir rüber. Hm, können wir noch irgendwas ausrüsten? Stoff, Leder? Nee, das Rest ist eigentlich nicht wirklich brauchbar. So, da geben wir jetzt erstmal eine Quest ab. Und noch ein Level, dann können wir endlich das lang ersehnte PvP machen. Ob das genau mit Level 10 kommt, weiß ich nicht, aber ich denke mal auf jeden Fall vor der ersten Instanz. Zweihandschwert, Waffenhand, eine Streitkolbe, die ist natürlich noch besser. Nehmen wir die. Seid vorsichtig. Meldung an Thomas, gehen wir die auch noch ab. Nehmen wir noch hier die Quests an. Für die Allianz. Und beeilen uns und gehen rüber. So, die rüsten wir aus. So, ich kann euch jetzt mal Entzauberungen zeigen. Und zwar klicke ich den Skill an und gehe dann auf einen ja, magischen Gegenstand und entzaubere es. Dadurch kriege ich Ressourcen und die kann ich, um, ja, um Gegenstände zu verzaubern, benutzen. Ne, wir brauchen eine Kupferroute. Ja, auf jeden Fall... ist das halt so ein Teufelskreis. Du entzauberst, dadurch verzauberst du. Und immer so weiter. Und dadurch kannst du halt deine Standard-Items verbessern oder deine magischen Items weiter verbessern. Braucht ihr etwas? Was nehmen wir denn? Kette? Ja. Das Licht segne euch. Oh, was nehmen wir hier? Nehmen wir Kette. Siehe den Ehrenfreund. Ausrüsten und ausrüsten. Juhu.